werde immer wieder gefragt, Jörg, sag mal, wie machst du das mit der Motivation? Wie kannst du dich nur immer und immer wieder für neue Projekte, für deinen täglichen Sport, das Training und so viele Dinge motivieren im Leben? Und die Kunst ist zweierlei. A, erstmal brauchen wir nur Motivation für etwas Neues. Irgendwann, wenn wir einen Wert darin sehen, brauchen wir gar keine Motivation mehr. Zum Beispiel bei mir beim Training, beim täglichen. Das läuft von alleine. Und das zweite ist, es gibt eine Theorie. Und wie ein weiser Mann mal gesagt hat, nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie. Und da ist was dran, aus meiner Sicht. Und eine Theorie, die das ganz gut beschreibt, ist die sogenannte Wie-Theorie. Wie steht hier für Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungstheorie. Hört sich jetzt erstmal hochtrabend an, aber entspannt euch, ich erkläre es. Motivation ergibt sich also aus drei Faktoren, aus Valenz, Instrumentalität und Erwartungshaltung. Valenz ist dabei nur ein hochtrabendes, schickes Wort für Wertigkeit. Mit anderen Worten, messe ich der Sache, die da getan werden soll, muss, einen Wert bei. Kein Wert, keine Motivation. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Punkt 2, Instrumentalität, ist auch wieder nur ein schickes Wort für Handlungsfolgen. Ist das, was ich das jetzt hier mache, ist das mittellangfristig eine Konsequenz, die wünschenswert erscheint mir? Ich mache gleich ein Beispiel, dann wird es klarer. Und der dritte Faktor ist Erwartungshaltung. Und das ist auch der entscheidende am Ende bei den meisten Menschen, nämlich traue ich mir selber zu, dass ich es schaffe, ein Handlungsergebnis zu erzielen, mich zu bewegen hin zu dem Ziel. Also machen wir es am Beispiel. Wir möchten ganz klassisch uns bewegen. Ja, viele Menschen würden ganz gerne ein bisschen mehr Sport treiben, würden ganz gerne abnehmen, würden ganz gerne mehr dazu lernen, ein Buch lesen beispielsweise. Es sind immer wieder so die gleichen Themen rund um Erfolg, Glück, ein erfülltes Leben. Und wir machen mal die Beispiele. Also, ist es ein Wert, messe ich dem einen Wert bei, rauszugehen und zu laufen beispielsweise? Für die meisten Menschen, ich hatte gerade so einen Coaching-Fall, ist der Wert klar. Ja, also da ist man in Bewegung, Blut ist in Wallung, man kommt ins Schwitzen, man fühlt sich möglicherweise sogar gut dabei, zumindest nach einer gewissen Zeit. Man verknüpft dort eine Wertigkeit. Das zweite ist Instrumentalität. Hat es denn auch langfristige positive Konsequenzen, die mir wünschenswert erscheinen? Oder auch da sind die meisten Menschen dabei, jawohl, Gesundheit, was weiß ich, gutes Aussehen, nach außen ganz langfristig ein Ausdauer, eine Grundlagenausdauer, ein gesundes Leben auch im Alter, Punkt, Punkt, Punkt. Da sind viele, viele positive Konsequenzen für die meisten Menschen verknüpft mit. Also haken auch da dran. Es fehlt praktisch nur noch der dritte Faktor und das ist das Thema Erwartungshaltung. Erwarte ich, dass ich es kann, dass ich mich selber da aufraffen kann? Und da ist die Krux für die meisten Menschen. Und so auch bei meiner Coachee letztens, da haben wir ein kleines Coaching gemacht in Hypnose, habe ich da ein paar Ressourcen geankert, wie es so schön heißt in der Fachsprache. Und diese Person, die konnte dann ganz gut hinterher ein Bild abrufen, wie sie in die Laufschuhe steigt und dann eben aus dem Haus geht. So ein wichtiger Faktor, um loszukommen. Und wie sie hinterher auch unter einer schönen heißen Dusche steht und sich eben auch gut fühlt dann. Und das geankert treibt sie dazu, es tatsächlich dann auch zu tun. Ja, das Gleiche könnten wir machen beim Lesen. Ja, ich lese auch nicht ein Buch. Es gibt ja so Leute, die lesen jeden Tag ein Buch. Das schaffe ich auch nicht. Aber der Schlüssel ist, so Mikroaktionen zu tun. Also beispielsweise beim Laufen mal vielleicht mit 5 Minuten anzufangen, dann vielleicht 10 Minuten, vielleicht 15 Minuten. Und irgendwann ist man bei 20 Minuten oder 30 Minuten. Und bei 30 Minuten fängt es an, richtig spannend zu werden. Da passiert dann nämlich schon was, physiologisch. Und wenn man das dann mal vielleicht in eine Gewohnheit überführt, vielleicht jeden Tag für einen gewissen Zeitraum mal 30 Minuten zu laufen, dann wird man feststellen, dass das
das Leben verändert, positiv. Und dass man irgendwann mal gar nicht mehr anders kann und sich einfach besser fühlt. Ja, das ist das Thema Wertigkeit, Valenz. Das Gleiche beim Lesen. Man muss ja nicht gleich ein Buch lesen. Vielleicht mal mit 2 Seiten anfangen. Irgendwann werden es 3, 4, 5 und dann ist vielleicht ein Kapitel pro Tag. Das kurz vorm Einschlafen, jeden Tag ein spannendes Sachbuch, wohlgemerkt, ja, keine Romane, wird das Leben verändern. Ganz klar. Und das Einzige, was es uns abhält vom Prokrastinieren, vom Aufschieben, ist es in ganz, ganz kleine Chunks, wie es so schön heißt, in ganz kleine Teil-Mikro-Aktionen zu überführen und eben anzufangen mit 2 Seiten oder mit 5/10 Minuten laufen. Das dann als Startpunkt zu nehmen und fortzuführen in die Zukunft und das Leben wird sich positiv verändern. Just do it.